Na klar, ein langer Gang. Ein langer Gang. Gut. Ja, ich sterb doch jetzt bestimmt. Jetzt geht die Tür zu. Oh Mann, ich kann mich auch nicht wieder umdrehen. Ich kann mich nicht umdrehen. Oh mein Gott. Fuck. Wieder zum Verstecken Sachen hier. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Ist das eine Machete? Die kann ich wiederum nicht. Oh mein Gott. Alter! Hier reingestürmt kommen, ne? Lüpp. Wie kann ich denn davon noch aufsammeln, sag mal? Jetzt bin ich hier. Halt mal, ich gehe nochmal zurück. Ich habe doch einen. Da ging noch ein Gang, bin ich jetzt blöd. Da konnte ich da eben noch geradeaus gehen. Ich bin aber rechts gegangen. Das ist ein Schrank. Ne, wir wollen ja nichts übersehen, was uns am Ende vielleicht irgendwie so ein bisschen das Überleben sichert. Nee. Hier geht's nur rechts. Oder was? Handgranate. Ja, hier geht die Tür rein. Wollte ich meinen. Okay. Oh, schon wieder so eine scheiß Statue. Ah, nichts drin. Das war wohl nix. Da ist ein Feuer. Ist auch nichts drin. Hast du wenigstens hier irgendwas? Eine Spritze, ich brauche keine. Nochmal? Oh, Scheiße. Ich konnte es mir ja denken. Mann. Probante Nummer 12. Test 71B. Elektronenplatzierung A2. Stimulation der Amygdala. Ursprung der Emotionen und Erinnerungen. Das Angstzentrum. Nein. Nein. Bitte. Bitte nicht. Nein. 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 Proband fühlt nun wie ich. Doch dieses Gefäß ist viel zu schwach, um die seelische Belastung zu überstehen, die ich täglich erfahre. Oh mein Gott, der Typ soll auch noch leben hier, oder was? Okay, pass auf. Angst. Wo ist die Angst? Hinterer Cortex. Ungefähr da? Ja, könnte ungefähr kommen. Rüber. Oh mein Gott. Und jetzt? Diesmal keine Geister, die mir was erzählen. Wüsstest, wie erfüllend dein Gesichtsausdruck ist.
Hast du gedacht, dass ich mich in Luft auflöse? Wenn du mich einsperrst, aus den Augen, aus dem Sinn. Hast du? Das hast du, nicht wahr? Nun, du bist mir nie aus dem Sinn gegangen. Ich hoffe, ihr seid stolz auf euch. Okay. Die lagen eben noch nicht hier. Oder? Also pass auf, ich habe jetzt einige Türen noch nicht geöffnet. Ah, jetzt ist hier wieder das Klo. Die obere und mittlere Tür. Die ist bestimmt abgeschlossen und ich muss eigentlich durch diesen Gang durch. Ich komme hier durch. Kam ich hier vorher schon durch? Das ist safe. Ah, hier ist das zweite Teil. Ja, altes Zahlenrad. Ist hier irgendeine Zahl drauf? Nö. War die Tür gerade offen? Oh, okay. Er ist also der Arme hier. Scheiße. So. Jetzt ist die Frage, wo war das Ding mit dem Zahlenrad? Wo war der Safe? Ich weiß es nicht mehr. Darf ich den ganzen Scheiß nochmal abräumen hier? Hier oben, hier habe ich gesucht. Scheiße. Sorry Leute, ich muss den Kram nochmal absuchen. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo der Safe war. Der war hier auch in so einer Ecke, aber ich weiß nicht in welchem Zimmer. Hier anscheinend nicht. War der auf der anderen Seite? Hier war es nicht. Oder? Nee, hier war es nicht. Ich renne mal hier lang. Ich weiß ja noch nicht, wo ich da hinten lang kam. Du warst unten? Alter, ich habe ein Gedächtnis. Ja. Okay, war ich hier nicht schon drin? Hier war, genau, hier war das Tonband. Hier war ich noch nicht. Ach so, hier komme ich jetzt wieder raus. Ja, gut, das hätte mir natürlich erklärt, dass ich definitiv hier falsch bin. Jetzt noch eins. Ja, das wird das Safe sein. Gehen wir hier lang. Ich glaube, das war hier. Bin mir auch nicht ganz sicher. Nee, es war nicht hier. Huh. Hab ich die vorhin nicht kaputt gemacht? Hä? Doch. Doch, alles andere ist weg. Hä? Das nenne ich eigenartig. Scheiß, klar. Da. War doch hier. Achso, ich weiß die Kombination. Oh Gott. Jetzt zersplattert er mein...
machst du mal bitte deine Lampe an. Schön, dass hier überall irgendwelche Gesichter drin hängen. Und noch eins. Oh mein Gott. Proband Nummer 14. Er lebt noch. Guck dir die Augen an. System, dritter Versuch. Der blinzelt. Der blinzelt. Platzierung C4. Simulation des zingulären Cortex. Zentrum der Hoffnung. Okay. Zentrum der Hoffnung. Befeuerung der Hoffnungsachse verbessert das Beherrschen des Probanden, aber es ist noch nicht ausreichend. Zentrum der Hoffnung. So, pass mal auf, jetzt muss ich gucken. Da bin ich drinne. Ich muss ein Stück weiter. Hier so. Nee. Das war falsch. Jetzt bin ich richtig. Jetzt ist er unten, müsste unten frei sein. Ich müsste jetzt meinen Leuten hinterher rennen können. Machen wir mal schnell. Die Klinik hat dieses Jahr nicht die übliche Spende deiner Familie erhalten. Und warum sollten wir spenden? Hat die Klinik irgendetwas von Wert hervorgebracht? Deine Familie hat bisher immer einen großzügigen Beitrag geleistet. Wo sind deine Eltern? Sie sind weg. Wann kommen sie zurück? Gibt es sonst noch was zu besprechen, Doktor? Ich wollte dich darüber informieren, dass die Klinik dir nicht länger Unterstützung und Materialien zur Verfügung stellen kann. Du wirst deine Forschung kaum aufrechterhalten können. Wie kannst du es wagen, hierher zu kommen und mir zu drohen? Okay, die haben anscheinend ein Problem. In das möchte ich doch bitte nicht hereingezogen werden. Ich gehe jetzt unten durch die Tore. Am Ende des Tunnels wartet nämlich Freude und Paradies auf mich. Oder aber auch Zeit. Na klar, ein langer Gang. Ein langer Gang. Gut. Ja, ich sterbe doch jetzt bestimmt. Jetzt geht die Tür zu. Oh Mann, ich kann mich auch nicht wieder umdrehen. Ich kann mich nicht umdrehen. Oh mein Gott. Fuck. Sauberer Schnitt. Gerade durch. Dafür hat der Onkel Doktor kein Heilmittel mehr. Die makellose Haut ablösen. Gedanken des Geistes. Was jetzt? Wovor hast du Angst, mein Kleiner? Ist das ein Schwein weg? Das ist ein Schwein. Okay, das ist gut, dass es nur ein Schwein ist, aber... Kontrollpunkt. Oh Gott. Es fliegt hier das Blut rum. Da ist er. Wieder weg. Will ich da durch? Ich will da durch. Oh Gott.
verkackeiern. Hä? Was ist hier los? Sucht das wie mich? Kann ich es töten? Ich probier's mal. Nee, kann ich nicht. Ich hau ab. Ich hau ab. Fuck. Oh mein Gott. Ach komm, jetzt bin ich mit dem Arm da rangekommen, oder was? Nochmal das ganze Spiel. Ja, nicht gucken. Wir wissen schon, wie das weitergeht hier. Wir müssen hier einfach nur ganz schnell lang. Ja, genau. Ich gehe hier nämlich in die falsche Richtung. Weg hier. Oh Gott. Meine Puppe. Bah, wo sind wir denn jetzt? So, und wieder die Nackenhaare, ey. Scheiße, der Typ wieder. Was? Alter. Was? Schloss. Munition. Ist auch noch was. Und noch Munition. Mann. Was? Oh, wieder. Ich sehe die so schlecht. Alter. In der Falle. Scheiße. Da ist der Dings wieder. Dann gehen wir hier lang. Boah. Wo ist der? Oh, scheiße, da hinten schon. Oh, Mann. Yo. Oh, weg hier. Weg. Scheiße. Scheiße. Was jetzt? Hä? Ich steig hier nicht durch. Habe ich jetzt was falsch gemacht? Bin jetzt aus Versehen auf Kartenfragment. Ist das eine Kiste? Nee, das ist ein... Warte mal. Bin ich da gerade schon mal durch? Oh.
dich hierher geführt? Ja. Das würde ich auch gerne mal wissen. Scheiße. Voll. Liegt Munition rum. Was das wohl wieder zu bedeuten hat. Noch mehr Munition. Oh mein Gott. Was erwartet uns gleich? Ich renne hier erstmal einmal drumherum. Dann gucken wir mal, ob wir hier vielleicht noch ein bisschen mehr Munition kriegen. Ne, scheint nicht so. Doch hier. Scharfschützenmunition. Muss ich wieder alles nachladen? So, dann kann ich nämlich das Ding auch noch aufnehmen. Und auf geht's. Ich weiß, dass du da bist. Ich höre dich atmen. Reiche Dreckskerle. Glauben, sie können unser ganzes Land aufkaufen. Denen werden wir zeigen, wem das Land wirklich gehört. Oh oh. Da und das passiert währenddessen. Hey, ich glaube, da sind Kinder drin. Ich habe nichts gehört. Oh nein. Was zu haben? Ja, nu? Scheiße. Öffne die Tür! Ruben! Ruben! Bitte, du musst klettern! Nein. Scheiße. Ich sollte hier schnell raus. Da! Was heißt denn hier da? Zeig mir erstmal, wie ich hochkomme. Oh, hier. Benutze ich das? Und jetzt muss ich wieder... Halt mal. Ja, nu? Hä? Oh nein, ich weiß es. Ich hätte vorher das noch betätigen müssen, oder was? Komm schon. Ja, ich dafür bleibt natürlich immer Zeit, so einen Scheiß aufzuheben hier. Fuck. Was soll ich hier machen? Oh Gott. Scheiße.
Mann! Scheiße. Jetzt bin ich wieder in diesem Gang. Beatrice, bitte. Du musst was essen. Was jetzt? Sonst wirst du zu schwach. Meine Kinder. Ich will... Beatrice, wir... Kacke, jetzt bin ich zu schnell rein. Ich hätte gerne noch gehört, was sie gesagt haben. Ach, hier. Nein, jetzt. Puh, liebe Leute. Gut, das war also Kapitel 9. Ja. Gut, dass wir das geschafft haben. Sehr geiles Kapitel, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr viel Story kommt durch. Man mag sich schon ein bisschen vorstellen, wer hier im Endeffekt dieser maskierte Mann ist. Maskiert. Mit dem Umhang im Endeffekt in der Kapuze. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht, ne? Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin, liebe Leute, wünsche euch was. Euer Gunshot.